Herzlich willkommen zu diesem Test und Unboxing des Rebel Control RC Car Desert Red mit der Nummer 2442, Maßstab 1 zu 10 bis zu 15 km/h und mit Li-Ionen-Akku. Wir werden das Fahrzeug gemeinsam auspacken, dann rausgehen und natürlich testen, wie gut sich das ferngesteuerte Auto so schlägt. Ja, das Fahrzeug wurde uns von Revell zur Verfügung gestellt. Vielen Dank an dieser Stelle. Das hat jedoch keinerlei Einfluss auf den nachfolgenden Test. So, sieht, muss ich sagen, echt ganz cool aus auf jeden Fall schon mal. Ist groß. Was mir so ein bisschen Sorge macht, sind die 15 km/h. Da müssen wir jetzt gleich echt mal schauen, ob das genügt. Aber wir sehen es gleich, wenn wir rausgehen. Ja, hier nochmal von der Seite ein paar Bilder. Wie gesagt, Optik finde ich sehr gelungen. Schauen wir nochmal hier. Wir haben eine Altersempfehlung ab 8 Jahren. Gewicht knapp 1300 Gramm. Enthalten sind zwei AA-Batterien für die Funkfernbedienung und ein 7,4 Volt 1200 mAh Akku. Das Fahrzeug ist 470 mm lang, knapp, oder sagen wir es genau, 289 mm breit und 183 mm hoch. 2,4 GHz Technologie, das bedeutet, wenn ihr beispielsweise mehrere dieser Fahrzeuge habt, könnt ihr damit auch parallel fahren. Jede findet dann die korrekte Fernbedienung. Ja, ist Indoor und Outdoor bei gutem Wetter geeignet. Und wir schauen auch nochmal hier. Zweikanal RC-Car mit 2,4 GHz Fernsteuerung, RC-Auto im XL-Maßstab, 1 zu 10, super weiche Federung mit Li-Ionen-Akku und USB-Ladegerät. Ja, man muss sagen, das ist eher ein Kinderspielzeugfahrzeug, für erwachsene RC-Enthusiasten wahrscheinlich eher nichts. Für Kinder könnte es jedoch sehr spannend werden und wir packen es jetzt auch mal aus. So, wir haben das Fahrzeug ausgepackt. Das war wirklich sehr, sehr gut befestigt. Ist natürlich beim Auspacken immer ein bisschen nervig, aber dann geht wenigstens beim Transport nichts kaputt. Von daher passt das schon. Ja, hier seht ihr das Fahrzeug mal ausgepackt. Wie gesagt, ich finde, optisch sieht es richtig gut aus. Es ist wirklich groß und die Karo ist auch ziemlich cool. Wir schauen mal, wie der Federweg so ist. Also wir haben immerhin hier eine Einzelradaufhängung. Die Federung ist, ja, ehrlich gesagt nicht so gut. Also sie ist sehr weich und ich glaube, dass das Fahrzeug sehr schnell hier an die Karosserie kommt. Aber testen wir natürlich gleich dann draußen. Was gibt es sonst noch zu sagen? Wir haben hier keine Lichtfunktion. Ich sehe zumindest keine, würde mich überraschen, wenn gleich was anderes passiert draußen. Wir gucken mal von unten. Hier haben wir einen An- und Ausschalter. Hier haben wir die Möglichkeit, die Steuerung zu trimmen. Hier haben wir ein Batteriefach, Riegel. Man kann später theoretisch ja die Schraube weglassen und dann hier zumachen. Das hält in der Regel auch. Ja, ist jetzt nichts besonders Spektakuläres. Was mich ein bisschen wundert, ehrlich gesagt, ist, dass wir hier Halteklammern haben, um die Karosserie zu entfernen. Das machen wir jetzt auch mal. Und die sind echt angenehm zu entfernen. Also von etwas höherpreisigen RC-Fahrzeugen kennt man es ja, dass die manchmal schlecht abgehen. Die hier gehen sehr gut ab. Das ist schon mal nicht schlecht. Dann nehmen wir die Karo mal ab. So, die hängt ein bisschen. Und ja, was wir jetzt vorfinden, irritiert mich leicht. Denn hier ist eigentlich kaum was zu machen. Also man könnte hier die Stoßdämpfer wohl entfernen und ein bisschen dran rumspielen. Aber es gibt hier eigentlich nichts groß zu tun. Deshalb wundert es mich ein bisschen, dass die Karo so festgemacht ist. Vielleicht gibt es auch hier andere Aufsätze, die ich noch nicht kenne für das Fahrzeug. Aber jetzt in dem Paket war zumindest nichts drin. Hier seht ihr auch mal richtig. Ah, wir haben nämlich doch gar keine so sinnvolle Einzelradaufhängung. Gut, dass wir die Karo abgemacht haben. Also hier vorne seht ihr es, da funktioniert es ganz gut. Hier geht jedes Rad für sich, aber hinten ist das nicht so. Also hinten ist nur die ganze Achse so minimal gefedert. Seht ihr hier, da passiert eigentlich nicht viel. Bin ich mal gespannt, wie das gleich im Test draußen wird. Ja, okay, also das schon mal das Fahrzeug. Hier haben wir noch die Funkfernbedienung. Und auch hier kleine Hiobsbotschaft für alle, die etwas Anspruchsvolleres erwartet haben. Wir haben hier keine proportionale Lenkung. Das bedeutet, dass ihr nur mit entweder vollem Einschlag oder gar nicht lenkt. Also ihr habt nur quasi so eine Taste zum Lenken, die hier umgemünzt ist in dieses Rädchen.
Gas geben genauso. Wir haben kein proportionales Gas. Es gibt Vollgas und Vollgas rückwärts quasi und sonst nichts. Ja, für Kinderspielzeuge ist das üblich, ist mir bewusst, ist auch in der Preiskategorie ganz normal, aber ich finde es dennoch nicht gut, muss ich einfach so sagen. Also wie gesagt, das Fahrzeug wurde mir zur Verfügung gestellt, dennoch muss ich hier erwähnen, dass das nicht so optimal ist. Hier haben wir einen An- und Ausschalter. 2,4 GHz habe ich eingangs ja schon erwähnt. Das passt. Generell die Funkfernbedienung liegt gut in der Hand, das muss man sagen, und die Optik von dem Fahrzeug ist ganz gut. Aber der Hinweis nochmal: Wir befinden uns hier im Kinderspielzeugsegment. Das ist kein RC-Fahrzeug für Erwachsene, meiner Meinung nach. Was haben wir noch dabei? Wir haben hier noch diesen Akku. 2,4 Volt. Ist relativ stark für das Fahrzeug. Vielleicht macht es doch mehr Spaß, als ich jetzt erwartet habe. Und natürlich ein USB-Ladegerät dazu. So, dann würde ich sagen, wir laden mal und gehen raus. So, wir sind outdoor und testen das Fahrzeug jetzt mal draußen. Wir haben hier einmal einen betonierten Feldweg und wir haben hier noch ein bisschen Erde und auch ein bisschen Kieselsteinboden. Wir schauen mal, wie gut das Fahrzeug sich fahren lässt. So, ihr habt gesehen, er kommt ganz gut durch. Also die Antriebskraft ist ganz gut, finde ich. Er kommt auch durch unebenes Gelände. Was definitiv nicht so gut ist, ist der Lenkeinschlag. Also der ist kaum vorhanden. Wir haben auch keine proportionale Lenkung. Das heißt, ihr könnt hier nur so lenken und so. Es gibt nichts anderes. Und es gibt auch nur Vollgas rückwärts, vorwärts. Was positiv ist, dass der Rückwärtsgang sofort einschaltet. Das heißt, wenn ihr vorwärts fahrt und dann rückwärts, könnt ihr so ein bisschen driften. Das finde ich ganz gut, aber wie gesagt, der Lenkeinschlag ist leider nicht so gut. Von mir gibt es daher ein gemischtes Fazit. Die Outdoor-Fähigkeiten sind ganz gut, die Lenkung jedoch sehr beschränkt. Als Kinderspielzeug definitiv geeignet, für Erwachsene würde ich jedoch etwas höherwertiges empfehlen. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst bitte ein Like und ein Abo da. Bei Fragen schreibt es in die Kommentare. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.